Gut, wir kommen zum nächsten jungen Herrn. Auch er hat einen sehr, sehr herzlichen Willkommensapplaus verdient. Er war vor 5 Jahren, 2010, war er hier zum ersten Mal für ihn, als wir noch drüben im Fabriktheater waren. Er war schon sehr erstaunt, wie viele Leute hier sind heute. Zeigt ihm auch, dass ihr hier sind. Ihr seid hier natürlich. Was Phoebe euch sagen will, es gibt einen großartigen Applaus. Einen riesen Applaus für Marvin Sukut. Noch ein Deutscher, ekelhaft. Ich komme aus Konstanz und ich finde es total beeindruckend, hier zu sein, weil ich, also Schweizer in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Ich kenne euch ja nur mit H&M und Butlers Taschen und einem grünen Zettel in der Hand. Ich dachte bis zur letzte Woche, ihr werdet so geboren. Aber naja. Der folgende Text ist für alle Menschen, die einzigartig sind und von ihren Eltern immer gesagt bekommen, sie seien etwas ganz Besonderes. Und ich finde es total schlimm, wenn Eltern einem ins Gesicht lügen, wenn sie sowas sagen. Ja, und dieser Text ist für diese Menschen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich bin Dozent, will dezent mich vorstellen, willkommen im Kreis der Individuellen. Dieser Kurs ist seit Jahren etabliert, der Ablauf der Sitzung klar strukturiert und wir werden heute gemeinsam probieren, sie als Individuen zu definieren. Die Schulglocke läutet, ich höre sie klingeln, wir haben 5 Minuten, das wird schon gelingen, wer möchte beginnen und sich einbringen. Mensch, wer bist du denn? Hi, ich bin Mike. Mike, schön, dass du da bist. Was macht dich einzigartig, Mike? Hi. Ich bin Mike, ich bin von Beruf Emo. Als ich noch klein war, spielte ich gern mit Lego. Memo an mich, selbst zu kleines Ego, ergo. Hab ich keine Freunde, mag auch nicht viel reden. Ich fühl keine Freude, weder tot noch am Leben. Ich bin ein bisschen eitel, trag nen Seitenscheitel. In den Haaren Kleidgel pro Tag eine Tube. Haare sind schwarz, Klamotten sind schwärzer. Das drückt halt mein Leid aus. Ich leide wie Werther. Der Grund, warum ich so selten rausgehe, ist, weil alle sagen, dass ich gruselig aussehe. Mit dem Eyeliner auf hellender Hautcreme sehe ich aus wie ein Vampir und als würde ich gleich draufgehen. Ich mag's auch ganz gerne, mir Sachen zu spritzen. Und das Gefühl, wenn die Nadeln mich kitzeln. Ich mag's auch mit Namen wie Harley Davidson mit Rasierklingen in den Armen zu ritzen. Das Gesicht mit metallenen Ringen behangen. Sie ranken durch Lider, Lippen und Wangen. In Zukunft möchte ich auch studieren und nicht nur vom Rechner frustriert masturbieren. Vielleicht was mit Menschen, vielleicht was mit Tieren. Sozialpädagogik will ich probieren. Ich will aber niemand kopieren, mir selbst nur treu bleiben, mein Leiden den Eugen öffentlich zeigen. Ich kenne so Typen wie dich, ruft ein Mann aus der zweiten Reihe. Mike, lass dich nicht unterbringen. Okay, es gibt keine Typen wie dich, denn du, Mike, du bist was ganz, ganz Besonderes. Nein, Mike, fang jetzt bitte nicht an. Mike, leg bitte die Rasierklinge weg, es wird alles gut. Pass auf, Mike, erzähl doch noch ein bisschen was von dir. Ich bin ein lebendes Kunstwerk, nur ohne Farbe, ein Bild von einem Mann, nur ohne den Rahmen. Das Leben schmeißt sich zwar auf falsche Bahnen, doch ich will doch nur jemand umarmen. Fühle mich oft träge und irgendwie nutzlos. Ich frage mich täglich, wie werde ich den Frust los, einmal tief Luft holen. Doch jetzt mal ganz ehrlich, ich schaue in den Spiegel und finde mich erbärmlich. Ich glaube, genau das, genau dieses Gefühl, das Gefühl des Erbärmlichseins, das, Mike, das macht dich doch einzigartig. Du bist was ganz, ganz Besonderes. So, wer möchte denn als nächstes? Wer bist du denn? Hi, ich bin Jessica. Jessica, schön, dass du da bist. Was macht dich einzigartig, Jessica? Hi, ich bin Jessie, ich bin 16 Jahre und ich habe leider gerade meine Tage. Mit meinen Mädels mag ich gerne abhängen, wir bauen gern Scheiße, weil wir selten nachdenken, rennen in jeden Laden, den Mamis bezahlen den Scheiß, den wir haben wollen. Schule halte ich für überflüssig, bin längst des überdrüssig, fühl, als müsste ich mein Leben leben und jeden nehmen, der mir über den Weg läuft. Ich erzähle Lügen und Drehzeugs in Papers, denn das lässt mich fliegen, fallen und liegen. Ich liege auf dem Boden der Damentoilette von irgendeiner Bar an der Ecke. Ich atme und lecke den Schwanz von einem fetten Typ über mir mit der Hand am Waschbecken und irgendwo auf diesem klatschnassen Boden, voll gepumpt mit ganz krassen Drogen, in meinem Mund ein Sacker vom Hoden, fühle ich mich wie neugeboren, doch trotzdem verloren. Doch ich stehe ja wieder auf. Denn ich bin nicht wie die anderen. Bin ich mal alleine, mag ich gerne wandern. Mama und Papa finde ich voll der Hammer. Die haben mich lieb und ich kenne so Schlampen wie dich. Meine Freundin ist auch so eine. Mike, halt dich bitte zurück. Okay, lass doch Jessica bitte ausreden. Sie hat doch auch ihre Meinung. Lass sie doch bitte reden. Aber, nein, pass auf, Jessica, bitte hör auf zu weinen. Also setz dich einfach zu Mike und alles wird gut. So, wer möchte denn als nächstes? Ich. Ja, Mensch, wer bist du denn? Hi, ich bin Stefan. Stefan, schön, dass du da bist. Was macht dich einzigartig, Stefan? Hi.
Ich bin Stefan, studiere Betriebswirtschaftslehre. Ich kenne so Typen wie dich. Mike ist gut, ist okay, lass doch mal Stefan bitte, lass doch mal Stefan bitte ausreden, okay? Soll ich noch mehr von mir erzählen? Oh, Stefan, Betriebswirtschaftslehre, das, schön, dass du da bist. Wir haben leider keine Zeit mehr, aber total gut, vielen Dank. Aber bevor wir jetzt Schluss machen, würde ich gerne noch was von mir selbst erzählen. Hi, ich bin Marvin. Ich bin Autor und schreibe Zeilen auf Seite, die ich zu einem Kleid aus Metaphern vereine. Es fein ausschneide, euch damit bekleide und dann in meine Welt geleite. Poesie ist mein Leben, auf Bühnen zu stehen, euch Lügen erzählen, darüber zu reden, wie Wörter mehr sein können als nur das Verbinden von Buchstaben und Silben zu komplexen Gebilden, die im Kopfe mit Bildern des Sprechers des Textes sich zu einem Komplex an Gedanken vernetzen. Ich kenne so Typen wie dich. Jessica, nimm doch bitte Mike Schwanz aus dem Mund, wenn du mit mir redest. Aber weißt du was, Jessica? Jessica, was, du hast recht. Ich kenne auch Typen wie mich. Ich kenne Typen wie Mike, die sitzen da. Ich kenne Mädchen wie Jessica, die sitzen da. Und ich kenne Typen wie Stefan, die, ich meine, sind wir mal ehrlich, jeder kennt Typen wie Stefan. Und ich kenne Typen wie mich. Denn Typen wie ich sitzen da hinten im Backstage und weinen ganz fürchterlich, weil sie Last auf ihren Schultern tragen müssen, etwas Besonderes sein zu wollen. Aber das müssen sie nicht. Da ist nichts Besonderes mehr dabei, einzigartig zu sein. Aber das ist doch auch überhaupt nicht schlimm. Wir tragen diese Last doch alle gemeinsam. Vielen Dank fürs Zuhören. Aus Konstanz, Marvin Sukkot. Righty. Liebe Jury, es ist wieder an euch, euch zu überlegen, wie gut euch das gefallen hat im Vergleich zu den anderen Texten und euch eine Note zu notieren. Note notieren. Ah, du Wortspieler. Zeigt sie uns in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Wir haben von ganz hinten links eine 9,5. Ich sehe ganz vorne links eine 9,4. Ich liefere eine 9,7 hinterher. Ich sehe eine 9,0. Und jetzt... Ich schicke ihn dir nachher vorbei. Wir sehen die erste 10 des Abends. Und das macht summa summarum 28,6 Punkte. Und ein Applaus für Marvin Sukkot. So, liebe Leute, wir haben...